Ist mir egal! Fuck the world! Shortsloop, ich nehme natürlich direkt wieder den kaputten Banshee, weil ich es einfach kann. Oder weil ich den heilen genommen habe. Oder so. Müssen wir jetzt in den Tunnel fliegen? Ja, anscheinend, ja gut. Ich finde scheiße, dass es hier noch keine Ausweichmanöver gibt, die sind so geil. Ja gut, die sind nur ein bisschen unnötig. Ja, natürlich. Ah! Außer ich werde getroffen. Oh nein! Sag mir nicht, dass du Death bist und so. Fuck! Bremsklappenausfall, viel zu früh! Wir schmieren ab! Alle gut festhalten! Ich bin tot. Ach, du auch? Ja, ja, da gleich auch. Ja. Haben wir jetzt den ganzen Schritt? Ne, ich glaube noch nicht. Nee. Warte, geh du wieder. Ja, ja, bin schon da. Achso, okay. Für die Freiheit! Ah! Oh, für Chuck Norris! Oh Gott, ich häng fest. Ich häng sowas von fest. Ich bin weg. Sowas von in die falsche Richtung. Ich glaube, du hast meinen kaputten Benji. Ist mir egal. Nee, der ist heile. Ja, ist gut. Mann, diese Fliegerkamera sieht voll geil aus. Kann man die kann man, glaube ich, nicht drehen, oder? Nee, schade. Ich glaube nicht. Mach mal das Ding hinter mir kaputt. Das schießt mich ab. Ich bin tot. Wie hast du das schon wieder gemacht? Die Viecher haben mich erschlagen. Also, scheiße. Jo. Oh oh, oh oh. Komm schon, komm schon. Da kommt noch einer mit dem Raketenwerfer. Oh Gott! Bist du da? Nein. Also, bin ich da. Achso. Okay, wir treten durch die mechanische Vagina. Hoffentlich haben die ein Airbag. Wo müssen wir lang? Welche Brücke ist heile? Ich kann mich nicht entscheiden. Wieder. Scheiße, in meinem Keller liegt eine Leiche. Ich bin es nicht gewesen, doch ich kann es nicht beweisen. Scheiße, in meinem Zimmer liegt ein Toter. Ich hab's nicht getan, doch es ist auch nicht mein Opa. Oh Gott, da fliegt eine Rakete gerade an meinem Arsch vorbei. Ah ja, nicht nur bei dir. Mach mal schnell die Tür auf, ne? Hast du aufgemacht oder was? Ja. Öffne dich. Hast du sie wieder zugemacht? Nein. Eigentlich, oder? Weiß ich nicht. Schnell! Ich bin tot. Ich wurde von der Rakete erwischt. Du hast sie wieder zugemacht. Echt unglaublich. Mach sie wieder zu, schnell. Mann, ey. Warum hast du sie nicht zugemacht? Weil ich dich anhalten darf, sonst erwischen die mich. Ich bin No-Schild. Ja, geil. Jetzt nicht mehr. Stirb, du! Oh, Asylant oder sowas. Du. Immigrant. Wow. Okay, das war vielleicht ein bisschen hart. Distrack number one, Digga. Hinter dir ist aber noch einer. Mann, wo kommen die denn alle her? Von hinten. Hab ich gerade gesagt. Scheiße, in meinem Keller liegt eine Leiche. Oh Mann, ey. Was, Mann? Kann man hier eigentlich schon Beschreibung gucken? Ups. Beschreibung gucken? Nein, nicht. Bei Reach kommst du doch in die Beschreibung ab. Ach so. Wenn du auf. Ja, was voll unnötig war, weil das niemand gemacht hat. Ja, das ist wahr. Hier wechselt man ja damit die Grafik und so. Ja. Was viel cooler ist. Ich habe keine Granaten. Wirf mal eine Granate. Ich bin genauso granatenlos. Warum? Weil ich's kann. Hey, ich hab eine Granate gefunden. Na geil. Ich finde gleich den Tod. Na geil. Ich renne einfach mal durch. Mach ich auch gerade. Und ich werde immer noch bei Skype angeschrieben. Geht. Mann, wieso bist du schon so weit vorne? Fame und so. Warum bist du schon so weit vorne? Oh Mann. Ich bin durchgelaufen, hab mich nicht aufhalten lassen. Ja, ich, oh Gott, ich häng gerade an dem Berg fest. Ha! Oh Gott, wo kommen die jetzt her? Ich habe für doppelter Verrat gab es irgendeinen Erfolg. Wo kam. Ich breche mir eben ganz kurz die Aufnahme ab und mach mal meinen Skype auf beschäftigt. Ah, oh, du bist it. Made in China. So, da sind wir wieder. Ding, ding. Zack. Ja, genau. 300 Meter, Endspurt, komm. Jupp. Wo gehen wir lang?
Direkt durchlaufen, das ist meistens am besten. Also ist direkt gut. Geradeaus. Machst du hüpfi hüpfi? Ja. Ich bin 12. Genau. Ich könnte auch da lang gehen. Ich hatte es vermutlich verdient. Ja. Ich habe einen Sneaky Pass gefunden. Hier ist auch. Ey, Langer! Geht nicht. Klappt. Ey, Langer! Pass mal die Seife. Okay. Siehst du, hat funktioniert. Das war das Einzige, was ich machen wollte. Also ich wollte hier so eine Abkürzung mäßig durchrennen und sowas. Nein, wollte ich nicht. Ey, Langer! Pass mal die Seife. Irgendwie ist die mir gerade runtergefallen. So der typische Knast-Song. Ja. Heb doch mal auf, Kurs, die liegt doch bei dir. Ey, Langer, pass mal die Seife. Irgendwie ist die Milliarde runtergefallen. Ey, da liegt, glaube ich, Munition und Raketenwerfer. Ne, ein Sniper liegt da. Und ein Raketenwerfer. Fuck them all. Wow! Was ist jetzt los? Er hat gerade eine Rakete auf mich gefeuert. Wer da? Und der andere auch. Welcher andere? Der da neben Bord. Oh shit. Oh, war was? Ah, da. Genau dieser. Was? Der ist der hat sich weggeportet. Die. Nein! Ich komm nicht hoch. Wir haben einen Kontrollpunkt abgeschlossen. Wir dürfen stolz auf. Headshot! Fest. Und. Headshot! Mausgrub! Es ist echt, laggy, würde ich sagen. Ha, ha, ha. Ja, auf jeden Fall, es liegt nur am Lag, es liegt nicht an meinem Skill. Ja, genau. Mein Skill ist tadellos. Ja, voll. Ey, Langer! Pass mal die Seife. Ich sehe zwei Banshees. Echt? Ein Haufen Menschen. Oder so. Menschen? Oh, und ein Panzer, der mich überrollt. Ha, ich nehme einen an. Ernsthaft jetzt? Jo. Hallo? So. Also du bist tot, ja? Habe ich das richtig verstanden? Ja. Das ist nicht so geil. Das ging davon lebendig. Und ja, da hast du vollkommen recht. Ja, vor allem nicht, wenn ich im Baum festhänge. Na, wenigstens hatten wir einen Kontrollpunkt. Boah, ich war 2 Meter vor dem scheiß Benji. Leck mich fett, ey. Das würde mich jetzt echt belasten. Ich glaube, der Panzer kann dem Benji auch nichts anhaben. Was laber ich? Der Raketenwerfer kann dem Panzer nichts anhaben. Das musst du den Raketenwerfer fragen, ich weiß nicht. Wo bist denn du nicht schon wieder? Ich renne vor. Hä, wo denn? Immer durch die Mitte. Ja, aber ich sehe dich nicht. Immer am Auflesen, wenn er mich nicht wieder über den Haufen fährt. Oder bist du schon wieder 20.000 Meter vorne oder was? Weiß ich nicht, aber ich bin gleich beim Banshee, wenn man mich jetzt nicht noch wegschrotet oder sowas. Langer! Pass mal dieser. Oh Gott, sieht die Snapper damals kacke aus, ey. Geil, ich renn grad falsch, das ist das Problem. Ich weiß. Oh, du. Oh! Oh! Ach, porte mich einfach. Ich bin so total in die falsche Richtung gelaufen. Ich spiele so lange ein bisschen mit der alten Grafik rum. Boah, ist das dunkel in der alten Grafik, Alter. Das ist ja richtig dunkel. So. Wow. Oh. Ha. Tja, ein paar Anhängsel. Die mich vermutlich gleich umbringen. Ha. Ich kann den Mond sehen. Ich bin. Jetzt ist er weg. Ist doch vollkommen. Yay! Unlogisch. Was? Mond? Das ist ein Elo-Ring. Ja, kann ich auch nichts für. Und das letzte. Motherfuckers? Was ist jetzt los? Ja, ach so, sie port uns ja raus. Ja, wir müssen ja gar nicht abhauen. Sie macht ja Zoom Zoom. Eine der geilsten Szenen im Spiel. Ja. Im Kontrollzentrum habe ich gesehen, wie man reinkommt. Leider verbraucht jeder Sprung ein beträchtliches Maß an Energie.
Irgendwas sagt mir, dass mir das nicht gefallen wird. Aber ich bin sicher, dass ich die ohne zu große Schäden aus ihrem Anzug kriege. Es muss ohne zu Versuch klappen. Los. Das gab's doch mal bei, hast du den in Anführungsstrichen neuen Star Trek Film gesehen, der von 2010, glaube ich? Ja. Da haben sie auch den Warp-Sprung zum ersten Mal, oder nee, was haben sie zum ersten Mal entdeckt? War das der Warp-Sprung oder war das das Beam? Das war das, oder das Warp-Beamen eigentlich. Ich weiß es gar nicht, wo sich dann Kirk und Scotty. Und Scotty genau auf die Enterprise gebeamt haben, ja. Und der eine im Wassertank landet. Genau. Das war Portrigal-Porten, was auch immer. Das fand ich geil. Da hängt er einfach mal in dem Wassertank fest. Ja. Na, offiziell draufbeamen konnten sie ja nicht, sonst hätten sie die ja gleich gefangen genommen. Naja. Die Mission fand ich cool. Ja. Ey, Langer! Key-Signal jetzt klar empfangen. Erlebt und die Implantate sind intakt. Die Funkverbindung wird durch den Schaden am Reaktor des Kreuzers gestört. Ich bring uns näher ran. Palaba. Dong. Ha! Witzig. Die ist so geil. Die Koordinaten müssen. Dong. Oh, sorry. So, danach kommt ja eigentlich nur noch eine, also die Mission, dann noch eine und ja gut, die danach ist ja eigentlich echt easy peasy. Ich hab ihn verloren. Die besteht ja zu 90% nur aus Autofahren. Ja. Wie einfach nur durchrennt. Ah. Weg. Ey, du bist der mit dem Skill, Mann. Ah. Ah ja. Ich spring schon mal. Du Nutte! Bin ich zu früh gesprungen? Nee, ich hab früher versucht, mit dem Raketensprung überzukommen. Hat nie geklappt. Da bist du nicht der Einzige. Einfach rennen ist vielleicht nicht so die beste. Das ist echt so ein Level, was echt richtig gut aussieht in der neuen Version. Ja, das haben sie schon. Vor allem dieser Wald, ne? Ja, man guckt jetzt mal in der alten, der sieht aus wie eine Höhle mit ekelhaften Glibber. Hier sieht's aus wie ein wunderschöner Wald mit ekelhaften Glibber. Oder eine Wüste mit drei Blättern. Ja, oder das. Aber es ist hübsch. Darum geht's mir doch. Es hat seinen zeitlichen Wert einfach nur behalten. Ich glaube hier gerade total falsch. Auf jeden Fall. Das sollten sie definitiv mit Halo 2 machen. Halo 2 war einfach mal das geilste Halo. Und vor allem sollten sie dann auch den scheiß Multiplayer von Halo 2 übernehmen und nicht irgendwie so ein Kack-Map-Pack für Halo 4 machen. Ja, das ist wahr. Ich meine, nichts, also Halo 4 wird bestimmt geil vom Multiplayer, auf jeden Fall. Aber der Halo 2 Multiplayer ist einfach der geilste der Welt. Hast du den Spartan Ops Trailer gesehen? Ich habe ziemlich viele Trailer gesehen. Oh Gott, ich bin tot. Wo es da um diese Special Edition Dingens geht, du weißt schon, diese ich glaub, die Spezialeinheiten bei Modern Warfare. Ach so. Ich glaube ja. Ich habe das aber generell noch nicht bei Halo 4 ganz verstanden. Im Endeffekt, der Multiplayer ist auch im Endeffekt nur so eine Art Trainingssimulation. Genau. Hat man das, das ist eigentlich total behindert. Ich fand das auf jeden Fall geil, wie da dieses gigantische Schiff aus dem Hyperraum gekommen ist und volle Kanne den Allianz, was war das für ein Ding? Ein Trägerschiff? Ich habe keine Ahnung. Auseinandergeschoben hat, könnte man sagen. Oh, du bist tot, ja. Ah, Shotgun! Schnapp sie dir, Tiger. Ha, das war Spider-Man. Das war Spider-Man. Aus großer Kraft folgt großer Verantwortung. Yay! Das glaube ich so die gleiche Stelle gewesen. Oh Gott, der Sound spackt gerade rum. Ich nehme es zurück, das Level ist scheiße. Naja, es sieht trotzdem nett aus. Also das ist gut, das Level war auch scheiße. Das war einer meiner Hasslevel damals. Als du noch nichts konntest, ne? Ja, genau. Ey, Langer, pass mal. Ich glaube, ich renne gerade voll falsch. Nein, du rennst gerade voll richtig. Ich bin tot. Echt jetzt? Ja. Ich renne voll falsch, laber nicht. Wir sind hier doch reingefallen. Hä? Was? Nein. Hier, lang. Hier. Ah! Sonst hast du da vorne so ein paar. Ey, Langer, pass mal die Seife. Irgendwie ist. Ich bin gerade voll falsch. Ja, das bist du. Irgendwie ist die mir gerade runtergefallen. Oh nein, bist du nicht.
Kennst du das Lied Seite an Seite von den 257ern? Nee. Muss ich? Das ist das Geilste der Welt, Alter. Seite an Seite! Bei mir klingelt nichts, Mann. Es ist so geil. Das ist mit Jules. Ah. Der Hookwatcher. Ey, Jules. Old school. Mein Curry ist lecker, aber nimm mal den Reis raus. Mmm, Curry. Hallo. Grüner Glibber. Mann! Kühlflüssigkeit. Wer trinkt denn bitte schon sowas? Ich. Ich will nicht auf Durst. Gibt bestimmt eine nicht so lustige Vergiftung. Die Schlümpfe trinken sowas, deswegen haben sie ihre Farbe bekommen. Das soll einiges erklären. Ja. Du kennst doch sicher da diese Horrorfilmreihe. Wie heißt die denn jetzt? So? Nein. Da wo die da im Wald sind, in Amerika, mit den Mutanten da. Wrong Turn. Genau. Na klar kenne ich den. Der war cool. Oder dem einen Typen beim Pissen das Ohr abbeißen? Genau. Das war super. Das ist eigentlich einer der besseren Horrorfilme zusammen mit, also der erste Teil, die danach waren in Kacke. Ja. Und auch geschnitten. The Hills of Ice war auch noch ganz geil. Ja. Na gut, Saw finde ich auch so cool eigentlich. Drauf an, was für eine Version, weißt du, weil gibt ja von Hills of Ice noch die welche aus den 60ern. Yes, wir haben es geschafft. Ja, die neuen Hills of Ice. Oh. Texas Chainsaw Massacre ist auch sau cool. Gruselige Vorstellung. Ich fand es immer geil, wie der den Einkel aufgehängt, also an den Haken aufgehängt hat und dann da Salz an die Wunde. Ja, das ist echt ekelhaft. Boah, kennst du, oh Gott, wie hieß er? Ich glaube, Seven Days hieß er. Das war ein abgefuckter Film. Da geht's um so einen Typen, dessen Tochter wurde vergewaltigt und ermordet. Aha. Und sie haben wohl den Mörder gefunden, aber der wurde, glaube ich, freigesprochen. Aha. Nee, gar nicht wahr. Der war gerade auf dem Weg zum Gefängnis. Der wurde verurteilt. Und der Vater hat ihn dann gefangen genommen. Also der hat den Gefangenentransport überfallen, hat den Typen gefangen genommen und hält ihn dann in so einer Holzhütte gefangen und foltert den 7 Tage lang. Richtig krass, Alter. Bricht ihm zum Beispiel ein Bein und, oder ich glaube, er bricht ihm, glaube ich, beide Beine, legt ihm eine Schlinge in den Hals und zwingt ihn dann einen Tag lang auf diesen beiden Beinen zu stehen. Ansonsten, gerade gehauen. Ansonsten wird er halt aufgehängt. Ja. Das ist sau krass, ey. Das ist ja richtig krass, ey. Na, siehst du, direkt mal einen Film, den ich mal google. Ey, langer. Und, Quarantäne war saugeil. Aber auch nur der erste. Oh, Quarantäne 2 war so ein typischer schlecht, so eine typische schlechte Fortsetzung. Ja. Ich finde ja die japanischen Filme jetzt richtig geil. Muss ich schon sagen. Welche? Also so Quatsch und so ein Kack oder wie? Nein. Oh, ich habe auch gestorben. Jetzt kommt bei Japan so das richtige Thema durch, oder chinesisch, die klauen alles. Zum Beispiel Mr. und Mrs. Lee. Weißt du, von Mr. und Mrs. Smith. Alles geklaut. Mr. und Mrs. Lee. Ist der mit Jackie Chan? Nein. Langweilig. Ich gucke nur chinesische Filme mit Jackie Chan. Who Am I ist ein sau cooler Film. Karate Kid, Ey, Karate Kid war auch cool. Karate auch wenn die Kid Musik von Justin Bieber war. Ja. Auch wenn was hat er nochmal gemacht? Er hat ja kein Karate gemacht. Das war ja, und war es Judo oder war es Taekwondo? Ich glaube, es war Karate. Nee, es war kein Karate. Dann war es vermutlich Taekwondo, weil das, ja, klingt cool. Weißt du, was ich meine? Ja. Ich glaube, es war definitiv kein Karate. Mann, die haben alle echt kein Hobby hier. Bist bin du tot? Ich hier richtig? Nee. Nein. Ich bin vor dir. Und ja. Ich weiß gar nicht, ob ich hier richtig bin. Ja, du bist da, richtig. Gut. Ey, Langer, fass mal die Seife. Oh, ha, du hast direkt einen mit der Schrotflinte übersehen. Geil, wa? Ey, ja. Ich hab einen mit der Schrotflinte erwischt. Oh Gott, ja. Wenn dir so 4 Fettsäcke entgegenkommen, die explodieren, ist das nicht so toll. Ja, kann ich nachvollziehen.
Da müsste irgendwo meine Shotgun liegen, falls du sie brauchst. Ha, das ist mir entgegengeflogen. Wenn ich denn das überlebe! Ja, habt ihr minderwertiges Volk. Ihr minderwertiges Volk? Ja, ihr minderwertiges Volk. Voll Deutsch for the win. Scheiße, ich hab keine Granaten mehr, Mann. Warum tut ihr mir das an? Ihr seid solche kleinen Lutscher. Ey, Langer, pass mal die Seife. Irgendwie ist die mir gerade runtergefallen. Nein. Blablabla. Wo hörst du immer solche Lieder? Ist ja krass, Mann. 257 das. Die machen nur solche Lieder. Mein Schwanz sagt. Den kennst du doch aber, oder? Nein, überhaupt gar nicht. Ey, das ist das beste Lied. Mein Schwanz sagt, denk nicht, das tut dir nicht gut. Mein Schwanz sagt, du hast so oft die Schule besucht. Das ist so wahr. Das ist so ein geiles Lied. Müssen wir hier oben bleiben oder runter? Ja, das ist gerade meine Frage, ob wir hier... Ach ja, genau, in den Ecken liegen die ganzen Leichen drin, ne? Ja, ich glaube, hier war das so. Diese noch konvertieren wollen. Ho, ho, ho. Ja, Zeugen Jehovas. Ja, genau. Hallo, wer möchte mit Ihnen über Gott reden? Stimme als Staubsaugervertreter. Ja, hast du ganz recht. Obwohl ich noch nie einen Staubsaugervertreter gesehen habe. Naja, im Film reicht das. Wir hatten mal irgendeinen Dulli, der wollte uns so eine scheiß Enzyklopädie andrehen. Hättest du genommen und ihn damit verprügelt. Hätte was gehabt. Hätte ihm so einen dicken Fels entgegengeworfen. Genau. Haben sie einfach nur verdient, weißt du? Ist so. Ist so, Digga, ist so. Ich hoffe, du bist irgendwo in der Nähe. Ich hoffe, Ich glaube, ich bin falsch. Ah, nee, ich muss da runter, ne? Ah, ja. Ja, du bist richtig. Oh, Mann. Ja, geil, ist doch zum Kotzen. Bist du drauf gegangen? Ja. Oh, warum bist du hier ohne irgendeinen Gegner? Wow. Er ist mir wieder direkt in die Schussbahn, das ist ja... I'm so sorry. Typisch, Mann. Gib mir die Shotgun. Ich bin weg. Ja, du, ich, Mist, ich hab's überlebt. Aus. Oh, ich hab keine Munition mehr, ich bin auch weg. Okay. Hier kommen dir gleich ein paar entgegen, falls du dich noch erinnern solltest. Ich erinnere mich. Cool. Krass, Mann, was geht bei denen? Granate. Ich hab keine. Ach doch, ich hab noch welche. Ich hatte welche. Also ich hatte eine, jetzt habe ich auch keine mehr. Ich warte mal, bis mein Schild... Okay. Das Schild lädt sich auf, ich kann... Oh Gott, I'm dead. Ups, hab ich dein Schild runtergeprügelt? Nee, aber ich bin tot. Ich bin auch tot. Renn weg. Ihr habt alle so richtig Langeweile, habe ich euch das schon mal erzählt? Ja. Jetzt kannst du nicht wegrennen, glaube ich. Okay, bin wieder da. Cool. Kannst rauskommen. Wob, 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 wob. Keine Munition mehr, Mann, sowas ist. Scheiße. Wo geht's denn? Okay, hier geht's lang. Ah, verpiss dich. Ja, ja, renn einfach, renn. Was hast du zu verlieren? Mein Leben. Life is life. La. Wie ein zweiter Hangar. Nicht Hangar, ein Hangar. Die Hangar Games. Cool. Ja, ich habe mir übrigens auch angesehen, der war nicht schlecht. Der war eigentlich ziemlich cool. Er leidet, hurp it up. Wobei, ey, glaub ich, irgendwie Langer. Nicht mit dem Soundtrack warm geworden bin. Der war irgendwie so anders. Irgendwie juckt mich ein Soundtrack meistens herzlich wenig. Bist du bei... Okay, du bist bei mir. Schön. Ah, yeah. Oh, Shotgun. Meine. Yes. Okay. Die Musik fängt an episch zu werden, das heißt, wir sind da. Jo. Ich muss mal gucken, wann ich die Scheiße hochlade. Am besten hier, bevor Halo 4 anfängt. Na, wenn du das in der Zeit hinkriegst. Na klar. Oh, verdammt. Fuck, ich bin dead. Boah. Ich bin davon lebendig.
Mal, mal sehen. Lol. Sieht voll cool aus, wie die Patronenhülsen an der Seite rausfliegen. Hey, I'm wieder da. Yeah. So. I'm wieder da. Boop. 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 Mr. Anderson. Der Captain. Es ist der Captain. Und ich weiß überhaupt gar nicht, wo... Ach, da. Das Witzige ist, ich habe erst in der neuen Version habe ich überhaupt... Schleck mich fett. In der neuen Version, also in der neuen überarbeiteten Grafikenversion, habe ich erst erkannt, was der Captain jetzt überhaupt darstellen soll. Ein Gravemind. Ja, nein, ich meine, irgendwie in der alten Version sah es so aus, als wäre so ein fetter Schleimklumpen nur mit dem Gesicht. Ja. Aber in Wahrheit hängt ja eigentlich sein ganzer Körper runter, ne? Ja. Das habe ich in der alten Version gar nicht gesehen. Also das hat sich aus seinem Körper rausgebildet, könnte man sagen. Boah, fick dich doch, ey. Also nicht unbedingt jetzt, so vielleicht nachher. Wie wir es einfach nicht zu diesem scheiß Fuhrensohn schaffen, ne? Ja, ne? Der könnte auch ruhig mal herkommen. Daran hätten wir vielleicht auch früher denken sollen. Life is life! Fuck, ich bin in die Grube gefallen. Ich habe ein Terminal gefunden. Terminal sind unter. Ich habe ein Terminal gefunden. Ja, aber was soll die dreckige Lache? Ja, weil ich einfach mitten im Kampf ein Terminal finde. Ja, ist doch cool und so. Na, du ekelhafte Scheiße, wie geht's dir? Wie er danach. Ja. Du widerlicher Schleimklumpen. Es ist der Captain. Er sieht so süß aus irgendwie, so friedlich. Keine menschlichen Lebenszeichen. Der Captain ist einer von ihnen. Ja, scheiße, auf die Fresse, komm. Die vier dürfen sich nicht ausbreiten. Sie wissen, was er erwarten würde. Hau ihm ins Gesicht. Er sieht irgendwie ganz schön blass aus, weißt du, so ein bisschen käsig. Lol. Ich hätte schwören können, man hat damals gesehen, wie er ihm ins Gesicht haut, oder? Ja, ich glaube schon. Muss ich wieder die alte Version mal durchspielen? Oh fuck, ich habe nur gerade geworfen. Echt jetzt? Ja. Er hat einfach mal so ein Loch im Kopf, guck dir da. Er hat einfach mal eben so ein Loch im Kopf. Hey, man sieht dein Gehirn. Cool. Wow! No, he's dead and I'm auch und so. Du bist der Hurensohnste. Tot. Voll mit der Shotgun, Mann, das ist voll unfair. Von diesen Fingern. Ey, Langer. Pass mal die Seife. Irgendwie ist die mir gerade runtergefallen. Ja, wer nicht. Ich jetzt so. I'm dead. Boah, das war krass. Gehen wir zum Hangar, damit wir hier wegkommen. Ja, ja, gehen wir zum Hangar, damit wir hier deine Rosette lecken, ja schon klar. Ich jetzt so. Lebst du noch? Nein. Hätte mich auch gewundert, wenn doch. Lebst du noch? Nee. Wir müssen zurück zur Ort. Gehen wir zum Hangar. Nur wegen dir, du scheiß abgefuckter Pisser. Weil er irgendwelche scheiße Implantate in sich drin hat. Genau. In seiner Mumu. Die hätte er schon lange mal uns geben können, wisst ihr? Also. Echt so. Tief, ich bin zu alt, ich geb dir mal das Kommando, weißt du, so voll. Ist doch eh so. Weißt du eh hier, dass wir länger überleben als der Penner da. Ja. Der alte homogene Sack. Genau. Du bist tot, ja? Ja. Warum bin ich jetzt tot? Oh Mann, hab ich ne Lust, ey. Das letzte Level wird zum Glück chilliger, ey. Ey, lange. Wir müssen dafür auch erstmal die Pille auf Ort in die Luft sprengen, weißt du, was ich meine? Wie sie sich mal gegenseitig die Granaten an den Kopf geschmissen haben. Ground ist genauso. Bin ich jetzt schon wieder gestorben. Oh, verdammt, du bist tot. Ja. Warum sagst die Pille du auf, nicht, bevor die du Pille auf Autumn. Ey, lange. Erstmal die Seife.
Irgendwie ist die mir gerade runtergefallen. Kannst du dich mal bücken jetzt? Gerade schwierig. Stopp du. Zell. Er ballert wie so ein Verrückter um sich. Also ich kann man. Triggerfinger. Du hast aber echt einen langsamen Triggerfinger, wenn ich das so sehe. Geht gar nicht schneller. Das Vieh ist wieder aufgestanden, ne? Nur nebenbei. Geht drauf. Guck mal, ich hab... Schwächling. Ich hab einen besseren Triggerfinger. Okay, komm. Ab geht's. Oh, eine Shotgun. Auf geht's, ab geht's. 3 Tage wach. Geht's da lang? Ja, wir müssen hier zum Hangar, weißt du? Ist eigentlich nur, ich hab keinen Plan, wo der war. Wir haben uns hier hinten einen Banshee und dann... Stürzen wir kurz vorher ab. Like always. Ja, genau. Wir schaffen es nicht. Wir schaffen es. Wir werden abstürzen. Nein. Fuck, komm, müssen wir... Oh Gott, er hat eine Granate an mich geheftet. Oh, du bist auch tot. Wir müssen zurück zu Atem. Bah! Oh, das ist jetzt nicht den Ernst, oder? Ich heft eine Granate an dich, renn. Hey, wow! Wie sind die scheiß Hurensöhne so stark? Ist schon wieder Beth? Ja, klar. Ich glaube, ich sollte das wirklich machen. Du heftest eine Granate an mich und ich mach das Wortkommando. Ja, aber gut, dann muss ich überleben und das schaffe ich nicht. Mann, oh. Ja, kein Plan. Das war jetzt gerade voll in die Granate reingelaufen bist. Ey, Langer, pass mal die Seife. Irgendwie ist die mir gerade runtergefallen. Kein Plan, wie das passieren konnte. Heb doch mal auf, kurz. Kannst du dich verbücken jetzt? Die liegt doch bei dir. Ja, oh, rein da, rein da, rein da, rein da, rein da, rein da. Nee, 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 Mann! Wir müssen zurück zu Atem. Gehen wir zum Hangar, damit wir hier wegkommen. I hate my life, echt jetzt. Hate my life! Na 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 na. Wie geht das überhaupt? Noten Kinder der Nacht, Alter. Wir müssen zurück zu Atem. Gehen wir zum Hangar. Oh Mann. Gehen wir zum Hangar, hey. Ich muss noch nichts tun, ich bin nur eine abgefuckte CPU mit geilen Titten. Schon wieder tot. Ich hab hier irgendwie einfach kein Talent.